Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Ich hoffe, die psychologischen Folgeschäden meiner kleinen Gesangseinlage werden bald vorbeigehen bei Ihnen. Es ist einfach die wahnsinnige Freude drüber, dass der DAX tausendmal berührt. Endlich hat er es jetzt geschafft. Die 13.000er Marke ist geknackt. Hurra, hurra. Das ist wirklich ein Anlass, mal hier eine besondere Veranstaltung zu machen und eben Sie mit diesem Gesang unglaublich aus der Fassung zu bringen. Wahrscheinlich wie viele andere auch, die eben da irgendwelche Optionen drauflegen hatten, Zertifikate. Und da gibt es ja viele Produkte, die dann möglicherweise verfallen, wertlos verfallen und der Gewinn verbleibt dann bei der Industrie, die solche Produkte anbietet. Insofern ist doch alles schick. Ansonsten, es ist nicht so der ganz große Aufregertag, das muss man sagen. Wir haben die Earnings gesehen, vor allem von JP Morgan und der Citigroup. JP Morgan so ganz okay, man vergibt mehr Kredite, man hatte dann letztendlich auch von höheren Zinsmargen profitieren können, aber das Handelsgeschäft, das läuft relativ miserabel, schon auch wegen der geringen Volatilität. Citigroup dann mit anständigen Zahlen, beide Aktien waren zunächst wenig verändert, JP Morgan ging dann zum Handelsstart nach oben, um jetzt wieder unter Druck zu kommen, wie wir im Chart gleich sehen. Ansonsten, ja, so wahnsinnig viel nicht passiert, die US-Indizes meandern praktisch um die Allzeithochs herum, schaffen aber nicht so den ganz großen Durchbruch und der DAX bewegt sich eigentlich auch nicht viel, mit Ausnahme dieses kleinen wunderbaren Ausflugs über die 13.000er Marke. Das war es dann aber schon, das war gewissermaßen das Highlight heute. Ansonsten haben wir die Erzeugerpreise aus den USA gesehen, die in der Kernrate, also ohne vor allem Energiepreise und Nahrung, deutlich höher war als erwartet. Das zeigt, dass die Auswirkungen der Hurricanes Irma und Harvey hier deutlich zu spüren sind durch gestiegene Benzinpreise, die dann eben die Preise für die Produzenten nach oben bringen, und das wird natürlich dann von den Produzenten weitergegeben an die Verbraucher. Die Erzeugerpreise sind ja so eine Art Vorindikator immer für das, was dann bei den Verbraucherpreisen kommt. Insofern hat die Fed vielleicht da schon mal ein gewichtiges Argument zu sagen, ja okay, zwar sind das temporäre Wirkungen, aber es geht jetzt auch los mit der Inflation. Heute hat Jerome Powell, der möglicherweise designierte neue Fed-Chef, gesagt, ja, es macht Sinn, mit diesen graduellen Zinsanhebungen weiterzumachen. Also man lässt sich da scheinbar nicht aus der Spur bringen. Schauen wir gleich mal rein in die Charts, was da so los ist. Wir starten, hurra, mit dem DAX. Da ist er hier, diese kleine Kerze, klein, aber fein. Aber es hat gereicht eben über die 13.000er Marke. Jetzt sind wir bei 12.982 Punkten. Wenig verändert in der Summe. Wir sehen eigentlich diese Seitwärtsbewegung seit einer Woche, man könnte das hier ein bisschen straffen auch, dann sehen wir, da ist nicht viel Bewegung, auch heute nicht. Es passiert nicht so wahnsinnig viel im größeren Zeitfenster, sieht es ähnlich aus, da haben wir ja diese Mega-Anstiege gehabt. Und jetzt muss man verschnaufen, jetzt muss man so ein bisschen Luft holen. Was passiert bei den US-Indizes? Wir sind in S&P 500 bei 2552, auch nicht so furchtbar bewegt, heute kein neues Allzeithoch. Allerdings ist es so, wie heute in einem Artikel bei Finanzmarktwelt geschrieben, dass die Berichtssaison im dritten Quartal meistens sehr starke Aktienmärkte nach sich zieht in den USA, nämlich in 79% der Fälle, und der S&P, der gewinnt durchschnittlich über 2% in den 30 Tagen nach Beginn der US-Berichtssaison. Das ist also eigentlich eine Voraussetzung, dass auch jetzt wieder die nächste Party ansteht, nachdem wir vorher ja schon ungefähr 533 Partys gefeiert haben. Warum nicht noch eine? Würde ja natürlich furchtbar Sinn machen. Wenn man sich mal den Optionsmarkt anschaut, dann weist Goldman Sachs heute darauf hin, dass die Bestände an Call-Optionen noch nie so hoch waren seit der Finanzkrise, also seit dem Jahr 2007. Man wettet also weniger direkt auf die Aktien zum Beispiel, sondern man geht über Optionen rein und versucht hier die Long-Seite zu spielen. 2007, wie gesagt, ging das furchtbar gut, Betonung auf furchtbar. Schauen wir uns dann mal den Dow Jones an, 22.856, kein neues Allzeithoch, der Nasdaq 100 hat es, glaube ich, gerade so geschafft, bin mir nicht ganz sicher, war auf jeden Fall ganz, ganz knapp. Wir sehen so ein bisschen weniger Stärke derzeit beim Russell, das ist der Index, der eigentlich am schlechtesten läuft, der vorher ja so bombig gestiegen ist, dieser Nebenwerteindex. Jetzt zuerst die Schwächesignale offenkundig sendet. Wir haben den Euro,
der ausgebrochen ist, zunächst mal in Richtung 1.19, dann aber wieder zurückgekommen ist im Gefolge der deutlich stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise. Naja, übergeordnet sieht die ganze Geschichte aber immer noch ziemlich gut aus, hier mit diesem Fehlausbruch und dieser Bodenbildung im Bereich 1.17. Wir sehen den Dollar-Yen bei 112,33. Wir sehen das Gold bei 1.293. Auch da tut sich nicht so furchtbar viel, nicht so furchtbar viel Bewegung. Ein bisschen volatiler, das Silber heute unterwegs bei 17,21 $. Und Öl bekommt ein bisschen Druck heute, nachdem gestern ja die Lagerbestände doch überraschenderweise ziemlich deutlich gestiegen waren, zumindest für Crude Oil. Hier sehen wir jetzt so eine Top-Bildung vielleicht im kurzen Zeitfenster im Bereich 51,20, 51,30, Fragezeichen. Wir sehen hier, dass jetzt die Aktie von JP Morgan doch ins Minus gedreht ist, nachdem wir zunächst vorbörslich so ein bisschen unentschlossen waren nach Vorlage der Zahlen. Dann ging es rauf auf $97,50, aber jetzt sind wir doch $1,50 tiefer. Man überlegt also nochmal, ob die Geschichte wirklich so toll war, denn das Kerngeschäft läuft eigentlich nicht so wirklich gut, mit dem JP Morgan zu tun hat. Kerngeschäft, wenn man sagt, okay, JP Morgan ist eigentlich eher eine Investmentbank. Und wir haben die Lufthansa, die heute gleich super stark gestartet war, nachdem offenkundig der Deal mit Air Berlin in der Tasche ist, praktisch dieser Kauf abgeschlossen ist und sein wird. Da wird man sich wahrscheinlich die Rosinen rausgepickt haben. Jetzt ist die Frage, kommen jetzt hier Gewinnmitnahmen? Das ist sozusagen das Muster, das wir gestern schon hatten. Starker Anstieg, Gewinnmitnahmen, dann das Gap nach oben. Jetzt wieder erste Gewinnmitnahmen. Das ist die Logik, die scheinbar jetzt dahinter steht. Bin gespannt. Lufthansa auf jeden Fall seit, mit einem Mehrjahreshoch. Wahrscheinlich seit dem Spätmittelalter war die Aktie nicht so hoch. Wie auch immer, es ist also nach wie vor nicht so wirklich die Entscheidung gefallen, wie die Märkte eigentlich jetzt weitermachen wollen. Morgen Bank of America, Wells Fargo, das werden die nächsten Highlights sein. Ansonsten ist die ganze Geschichte ziemlich ruhig nach meinem wie soll ich sagen, Dafürhalten. Ziemlich ruhig, einfach zu sorglos. Das gefällt mir nicht, das würde mich irgendwie unsicher machen, wenn ich auf der Longseite positioniert wäre. Gut, es ist wie es ist. Ich kann nur eins versprechen, ich werde nie wieder singen, um Ihre Nerven zu schonen, wenn ich ein Video mache. Machen Sie es erstmal gut, schönen Feierabend. Bis dann, ciao.